Ende März hat die Bundesregierung beschlossen, ein 9-Euro-Monatsticket für den öffentlichen Nahverkehr einzuführen. Es soll voraussichtlich am 1. Juni starten und 3 Monate lang bundesweit gültig sein. Mitarbeiter der Deutschen Bahn befürchten nun Überlastungen auf bestimmten Zugstrecken. Vor allem Ferienregionen könnten massiv betroffen sein, sagte Ralf Damde vom Gesamtbetriebsrat der DB Regio dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Er warnt vor Verspätungen durch überfüllte Züge. An Bahnhöfen in Touristengegenden sei darum zusätzliches Personal nötig. Wir fordern auch zusätzliche Sicherheitskräfte, um überfüllte Züge und Bahnsteige bei Bedarf räumen zu können, fügte Damde hinzu. Sonst könnte ein Chaos ausbrechen. Zudem seien noch viele Fragen ungeklärt, etwa ob das 9-Euro-Ticket zur Mitnahme von Fahrrädern berechtigt. Das bestehende Angebot an Zügen und Bussen werde wohl nicht aufgestockt, sagte Damde. Es werden allein bei DB Regio 40 bis 50 zusätzliche Doppelstockwagen betriebsbereit gemacht. Viel mehr Reserven gibt es aber nicht.